Hallöchen, herzlich willkommen zurück zum dritten Teil unseres Phoenix Allrad 20 Tutorials mit unserem Beispielflug von Zürich nach Leipzig. In den letzten zwei Teilen haben wir unsere gesamte Startvorbereitung abgeschlossen, stehen jetzt am Honing Point in Zürich für die Runway 32 und wollen jetzt gleich starten. Bevor wir den Takeoff machen, machen wir noch einen kurzen Recap. Zwischen dem Zeitpunkt, wo wir unser Briefing gemacht haben, bis wir jetzt hier am Honing Point stehen, ist nochmal relativ viel Zeit vergangen. Und deswegen macht es Sinn, sich kurz vor dem Start nochmal zu vergewissern, dass man noch im Kopf hat, was man für ein Procedure abfliegen möchte. In unserem Fall wollen wir also auf der Runway 32 planmäßig starten über die DGS 5 Lima Departure. Die geht bis 810 Fuß und dann nach Zulu Hotel 580 und Overfly Waypoint und dann links herum. In Case of Engine Failure haben wir gesagt, geradeaus bis 3 Meilen Kloten, Radial 335 Kloten bis 6,5 Meilen, also bis ungefähr hier und dann rechts herum zum Zürich VOR, das hier hinten liegt. Wir steigen auf 5000 Fuß und ebenso ist auch unser Initial Climb und dann können wir die Before Takeoff Checklist lesen. Before Takeoff Flight Controls, checked Flaps Setting. Gucken wir zum einen hier oben, Config 1 plus F und hier unten, dass das hier übereinstimmt, Config 1 plus F. Takeoff Speeds and Flex. Unsere V1 ist 123, unsere VR 136, unsere V2 140 und Flex 66. ICAM Memo. Takeoff No Blue Down to the Line. Dann würden wir einmal der Kabine Bescheid sagen. Cabin Crew Prepare for Departure. Und dann können wir direkt Below the Line lesen. Takeoff Runway. Runway 32. Full Length und PEX. Sind On Engines Before Takeoff Checklist completed. Dann warten wir auf unsere Lineup Clearance. Sobald wir die erhalten haben, können wir die Lichterchen anschalten. Verifizieren einmal, dass aktuell keiner im Anflug ist. Approach Sector ist clear. Takeoff Sector ist clear. Dann lösen wir die Parkbremse, schalten das TCAS noch mit an, das Traffic Collision Avoidance System. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, spätestens auch jetzt euren Transponder auf Auto stellen. Das ist auch immer von Land zu Land so ein bisschen unterschiedlich. Und auf WATSIM ist es immer gerne gesehen, den gleich am Gate, sobald man den Squawk erhalten hat, einzugeben. Wir haben jetzt unsere Clearance für den Takeoff bekommen, rollen also hier auf die Runway 32 und können dann direkt loslegen. Wir bringen das Flugzeug auf die Centerline. Wenn wir die Takeoff-Clearance bekommen haben, können wir hier unten noch einmal die Uhr starten. Hier stoppen wir quasi unsere Flugzeit mit und wir lassen auch das Chrono hier oben mitlaufen. Für den Falle des Engine-Failures gucken wir uns aber genauer in einem anderen Video mal an. Sobald die beiden Uhren laufen und wir unsere Clearance haben, schieben wir erstmal 50% an 1 rein, gucken, dass unsere Triebwerke gleichmäßig und stabil hochlaufen, drücken den Stick entweder halb oder ganz nach vorne, je nach Wind. Und wenn die Triebwerke gleichmäßig und stabil laufen, dann können wir unseren Takeoff-Schub setzen. Man Flex 66 SRS Auto Thrust Blue Thrust Set. Bei 80 Knoten fangen wir an, den Stick langsam loszulassen, sodass wir bei 100 Knoten in Neutral sind, 100 Knots checked. V1, jetzt starten wir also auf jeden Fall und Rotate. Positive Climb. Gear up. Nav. Und dann folgen wir einfach jetzt erstmal unserem Flight Director. Der zeigt uns ja unsere laterale als auch unsere horizontale Abweichung vom geplanten Flugplan. Thrust Climb SRS Climb Blue Auto Thrust. Wir haben jetzt vom Lotsen Simulated direkt unsere Clearance bekommen, bis auf Reiseflughöhe durchzusteigen. In unserem Fall 37.000 Fuß. Haben Thrust Climb Climb, Alt Blue, 37.000 Feet. Und wir sind auch über die Acceleration Altitude drüber. Der Flieger kann also jetzt beschleunigt werden. Wir gehen in die Linkskurve. Fliegen weiter unsere Departure ab. Und wir denken daran, 210 Knoten ist unser Speed Constraint aktuell. Dann können wir auch den Autopiloten gerne weiterfliegen lassen, Autopilot 1. Können die Lichter an den Fahrwerken schon mal ausschalten.
Und da unsere Clean Speed ja über 210 Knoten lag, können wir die Klappen jetzt also noch nicht einfahren, müssen jetzt warten, bis wir diesen Punkt, wo wir maximal noch 210 Knoten haben dürfen, überfliegen. Ihr seht, wir kommen jetzt relativ nah an unsere Overspeed. Sollten wir da zu nah reinfliegen, gibt es beim Airbus auch noch ein System, die sogenannte Autoflap Retraction. Und ihr seht, jetzt ist plötzlich unser Speedband auf einmal weiter oben. Warum? Der Airbus hat erkannt, okay, ich brauche die Flaps hinten nicht mehr, weil er so schnell unterwegs ist. Und es sind quasi automatisch hinten die Hinterflügel eingefahren, während die Vorflügel noch weiterhin ausgefahren sind. Wir sind auch durch die Transition Altitude durch. Die Altimeters gehen also auf Standard Passing Flight Level 8-2. Wenn uns der Lotse, der jetzt aktuell natürlich nicht viel zu tun hat, ein Direct zum Beispiel nach Degis gibt, gehen wir hier unten auf die Direct Page, können dann den entsprechenden Wegpunkt Degis suchen und dann auch sagen, entweder wir wollen direkt nach Degis fliegen oder wir möchten gerne die Beam Waypoints gerne auch noch angezeigt bekommen. Die sind immer noch eine ganz gute Orientierung dafür, dass man weiß, wo jetzt die eigentlichen Wegpunkte ungefähr lägen, die man sonst abfliegen würde. Und wie gesagt, wichtig ist auch noch, dass wir trotz des Directs weiterhin die 210 Knoten einhalten. Das hatten wir im Departure Briefing drinstehen. Und dann fliegen wir jetzt in der Linkskurve direkt nach Degis. Wir sind durch die 10.000 Fuß durch, können auch die Landing Lights ausschalten. Die Ground Spoiler werden wieder disarmed. Und dann können wir einmal sagen Clear RATNAV. Dann clean wir einmal die Sachen, die wir hier in die RATNAV Page eingegeben haben. Secondary, Copy Active. Wir löschen also unseren ehemaligen zweiten Flugplan raus und übernehmen jetzt wieder unseren aktuellen aktiven. Und dann können wir noch einmal die Fix-Info clearen und die ganzen blauen Markierungen, die wir uns für den Engine-Outfall gesetzt haben, hier auch noch entfernen. Und wenn wir dann nach draußen gucken und sehen, ja, Wetter ist gut, wir fliegen jetzt hier vielleicht noch die Kurve zu Ende. Nach der Kurve darf der Flieger auch beschleunigen und dann, naja, sind zwar noch so ein paar Wölkchen vor uns, das schaut aber alles relativ entspannt aus und unsere Pitch auch unter 7,5 Grad ist, können wir auch die Kabine schon mal abschnallen. Davor noch einmal Flaps 0, Speed checked, Flaps 0. Und dann gehen die Seatbelts aus, ihr dürft aufstehen und wir sind erfolgreich gestartet. Den Chrono brauchen wir jetzt nicht mehr, uns ist ja kein Triebwerk ausgefallen, das heißt, den können wir auch einmal stoppen. Der Flieger beschleunigt jetzt auf seine gewünschte Reisegeschwindigkeit und steigt dabei auf Flight Level 320. Sobald wir von unserer Departure runter sind und keine Constraints mehr brauchen, können wir hier oben auch auf Airports umschalten, hier entsprechend ein bisschen rauszoomen. Ihr seht, wir fliegen jetzt direkt nach Degis, über unsere verschiedenen Beam-Wegpunkte noch hinweg. Weil man im Reiseflug Fuel-Checks machen muss und sehr lange Directs bekommt, ist es immer sinnvoll, sich diese Beam-Waypoints anzeigen zu lassen. Ansonsten fliegt man halt direkt nach Degis weiter und alle Wegpunkte dazwischen werden rausgelöscht. Ansonsten haben wir beim Airbus auch keine After-Takeoff-Checkliste, das heißt, wir können jetzt ganz entspannt auf unsere Reiseflughöhe steigen. Wir halten natürlich weiterhin nach den Wolken Ausschau. Vorne fliegen wir jetzt zum Beispiel gleich in so ein Gebiet rein und sollte unsere True Air Temperature 10 Grad oder kälter betragen, so wie das aktuell der Fall ist, dann müssten wir das Anti-Ice in den Wolken einschalten und zwar so lange, bis wir eine Static Air Temperature von minus 40 Grad oder kälter haben. Dann könnten wir es wieder ausschalten oder spätestens dann, wenn wir wieder aus den Wolken rausfliegen. Wir sind erfolgreich in Zürich gestartet, sind jetzt auf dem Weg Richtung Leipzig und das soll es für den dritten Teil dieser Videoreihe gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch zum Thema Start- und Steigflug einiges Neues mitgeben. Ansonsten sehen wir uns gerne im vierten Teil dann wieder, wenn wir auf Reiseflughöhe sind und uns dann um den Anflug in Leipzig kümmern und wie wir den eingeben und wie wir den dann später auch abfliegen. Sollten noch irgendwelche Fragen geblieben sein, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Auch gerne Kritik, Frage, Wünsche, Anregungen unten reinposten und auch über einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer sehr freuen. Ansonsten guckt gerne auch bei Twitch mal vorbei, wenn wir mal wieder live sind. Dann könnt ihr uns zuschauen, wie wir das Ding wieder erfolgreich in die Bahn zementieren und könnt eure Fragen dann quasi in Face-to-Face-Interaction direkt live stellen und ich kann sie euch innerhalb kürzester Zeit auch direkt beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und always Happy Landings!